Es war einmal ein altes Schloss, und Kunibert, so hieß der Boss. Der hatte Mägde, der hatte Knechte, und eine Frau, das war das Schlechte. Ihr Mund war breit, ihr Hals war lang, und es klang schrecklich, wenn sie sang. Da zielte er mit Korn und Kimme, und Wut auf sie, das war das Schlimme. Es machte Bumm, natürlich lauter. Dann fiel sie um, zum Himmel schaut er und spricht das Auge voll Gewässer. Vielleicht singt sie da oben besser. Das ist von Heinz Erhardt. Wunderbar, vielen Dank.